Wir spielen. Civ 6, machen weiter, haben eine Einheit gerade verloren. Es war eine Einheit, die wir bekommen hatten von unseren Nachbarn. Also von diesem Stadtstaat. Hatten wir teuer Geld für ausgegeben, hat gerade ins Gras gebissen. Kann ja mal passieren. Ist ja keiner unserer Truppen. Also war einer unserer Truppen, aber nur jemand, also die Oberhäupter des Stadtstaates Singapur, die hatten uns diesen Schwertkämpfer anvertraut. Also mir, sein Leben anvertraut. Das hat er jetzt verloren, ist aber dafür auch um eine Erfahrung reicher geworden, nämlich um die Erfahrung, dass man mir nicht trauen kann. Das Problem ist allerdings, diese Erfahrung kann man nicht mitnehmen ins Jenseits. Das geht nicht. Aber das ist die einzige Komplikation hier. Dann wollten wir, ja, das läuft alles gut. Hier vorne wollten wir einmal plündern. Hier hinten, aber guck mal, das Geld für den Rambock gleich. Hier ziehen wir auch mal vor. Bieten den Kollegen mehrere Ziele auf einmal an. Einmal hier hin. Wir plündern hier noch nicht. Wir ziehen erstmal weg. Den kriegen wir nicht klein. Wir bleiben außerhalb der Reichweite der Stadtmauern. Der eine, den wir gerade verloren haben, das reicht mir aus. Den haben wir uns deshalb verloren, ich glaube nach meiner Erinnerung, weil wir einen Bogenschützen unbedingt erwischen wollten. Das war der Grund. Wir versuchen mal, die Truppen rauszulocken. Ihn ziehen wir hier hin. Hier bleiben wir stehen. Den Handwerker hier. Hier mal einen. Der zieht mal bis hier oben hin. Der Kollege zieht ihm hinterher. Die bleiben hier vorne stehen. Der Handwerker hier bleibt auch hier erstmal. Das ist sehr unangenehm. Da kommt ein Speerkämpfer. Den wollen wir mal weglaufen. Wir versuchen, den ein bisschen zu ködern. Wir ziehen den hier hin. Der zieht ja nicht Richtung Norden, sondern versucht uns zu erwischen. Kann aber nicht in einer Runde durchziehen, weil er nicht mit seinen zwei Bewegungspunkten nicht auf den Hügel draufkommt. Da verschanzen wir uns einmal. Dann locken wir ihn von unseren Kavalleristen im Norden weg. Hier können wir langsam Coimbra angreifen, brauchen aber zwingend einen Rambock. Vorher ist das nützlos, da ist in zwei Runden einer fertig. Das geht sogar schneller als plündern und kaufen. Wir bieten denen schon mal ein paar Ziele an hier. Zurückziehen können wir immer noch. Und vor allem dem fehlt noch, der hat noch keine XP, da hätte ich auch noch gerne eine Beförderung. Bleiben wir erstmal stehen. Der kann auch schon mal rüber. Er zieht in die Stadt rein. Der kommt von oben. Der soll sich hier auf Hügel unter Hügel mit Wald postieren. Wenn Coimbra angegriffen wird, gibt es höhere Defensivwerte. Die bleiben hier erstmal so stehen. Weiter heilen, bitte. Northbowman. Wenn, schreibt, wenn WB irgendwann mal in einem Bond-Film als Blofeld auftaucht, ist das nicht so ein Erzschurke aus den frühen Bond-Filmen, würde es mich nicht im geringsten überraschen. Ist unfassbar hier. Hier vorne bleiben wir nochmal stehen. Weiter ausheilen, bitte. Der kann im Augenblick noch nicht ins Wasser und sonst auch nirgendwo hin. Und wieder eine Runde weiter, Leute. Mit dem Gold kann man im Augenblick noch nichts anfangen. Die Politikkarten. Bleiben weiten derzeit noch unverändert. Und hier haben wir bald die nächste Vorschau. Stadtmauer hier oben in einer Runde fertig. Hier auch in einer. Zwei Stadtmauern entstehen jetzt gleich. Bin ich sehr gespannt, wo der Reiter hinzieht. Eine Runde weiter.
Er zieht auf und zu. Das war meine Hoffnung. Ah, er will sich den Scout schnappen. Aber er zieht so hin, dass wir ihn eventuell angreifen könnten, ohne dass er von den Stadtmauern gedeckt ist. Und hier wird freundlicherweise auch der Krieger angegriffen, den wir als Lockvogel vorgeschickt haben. Das ist sehr gut. Wir können einmal von hier die Stadtmauer runterbomben. Es wird hier einmal geplündert, bitte. 196 Gold für uns. Sehr schön. Hier können wir einmal Glaubenspunkte uns holen. Wir können gleich Forschung uns erplündern, wenn wir das wollen. Jetzt ziehen wir vor und danach hier runter, dann können wir auch hier feuern. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den stoppen können. Wir können, ja. Ich vermute, er läuft zu dem hier hin. Ach, schaut mal hier. Wir ziehen ihn mal. Jetzt wissen wir nicht, ob die offenen Grenzen haben. Ob die Arba und die offenen Grenzen haben. Wir ziehen den mal hier hin. Gucken, ob die nachfolgen können. Und ich möchte die nicht alle verlieren hier. Das ist eine doofe Situation. Wir wissen nicht, wie die KI zieht. Hier sind zwei Infanterieeinheiten, da oben der Kavallerist. Es ist cool, dass sie nicht in der Nähe der Stadt hier vorne sind, aber die Situation ist ganz schwer einzuschätzen, wie die KI zieht. Super schwer. Sehr unangenehm. Wir wollen aus den Stadtmauern rausbleiben. Hier unten können wir erstmal nicht angegriffen werden. Hier vorne war der Bogenschütze. Wir ziehen mal eins hinterher. Wir lenken die irgendwie ab. Er zieht hier hinterher halt ein klitzekleines bisschen hier aus. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Der vorne halt hier bitte. Der hier rennt rüber. Hat noch vier Aktionen. Hier vorne Plantage, Zitrusfrüchte, das ist sehr schön. Hier könnte man das erste Sägewerk gleich bauen. Hier vorne können wir Reparaturen durchführen und vor allem die Mine hier unten müssen wir gleich reparieren. Sydney, Stadtmauern stehen. Fünf Bürger. Einheiten bauen, schön schnell. Die Politik, wir haben nur eine Politikkarte drin, mit der man mehr Kavallerie bauen kann. Nächster Reiter ist nicht baubar, weil es uns an Pferden fehlt. Händler wäre eine Möglichkeit, würde aber lange dauern mit 10 Runden. Also im Augenblick will ich eigentlich den Krieg unterstützen und nicht friedlich bauen. Aber das Problem ist, wir hatten eben die Manöverkarte drin gelassen. Es wäre klüger gewesen, die Karte reinzunehmen, mit der man Infanterie schneller bauen kann, weil da hätten wir jetzt ein, zwei Speerkämpfer bauen können zum Schutz der feindlichen Kavallerieeinheiten. Das ist jetzt nicht möglich. Hier vorne ist eine Runde der Rambock da. Können wir von irgendjemand Pferde einkaufen? Ja. Ich wette Kyros. Kyros liebt uns heiß und innig. Wir versuchen mal mit Kyros Freundschaft zu bekommen. Ja, Kyros, weil wir den Überraschungskrieg durchgeführt haben, liebt uns dieser Pragmatiker. Ja, also alle Schurken sind ja letztlich Pragmatiker, weil sie nicht nach ethischen Gesichtspunkten handeln, sondern immer situativ nach ihrem eigenen Wohl. Und deshalb, also Pragmatiker ist auch ein viel bessere Formulierung als irgendwie, was weiß ich, Gelegenheit mal Diebe oder irgendwie sowas. Er ist ein Gauner, genau wie wir. Ich sag's ganz so offen. Liebe Leute, wir sind Gauner, Realpolitiker. Danke, Zwergestern, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Danke an die Zwergeelstern. Ganz genau, Realpolitiker. Wir sind Realos. Ja? Wir sind Realos. Apropos Realo. Ich hätte gerne ein Pferdchen von dir. Boah, sind die teuer. Kauf uns nächste Runde. Nächste Runde sind die vielleicht schon billiger, weil er uns dann lieber hat. 6 Gold und beidseitig offene Grenzen, um unsere Freundschaft zu festigen.
Ja, ein sehr vernünftiges Angebot. Alles Weitere gucken wir nächste Runde. Die Pferde brauchen wir auch noch nicht. Endlich haben wir einen Freund. Sydney, Stadtmauern, auch wenn es ein Schurke ist. Ja, was machen wir jetzt hier? Wir könnten den Campus weiterbauen. Da machen wir nichts falsch. Kurzfristig. Also mit, wenn wir in 3 Runden wieder in die Karte reinnehmen, mit der wir Infanterie schneller bauen können. Dann gehen wir wieder rein, dann können wir hier Speerkämpfer bauen. Vorher ist das Quatsch. Handwerkkarte, es gibt Karten, mit denen man Handwerker schneller bauen kann. Das ist alles im Augenblick. Wir haben Leben lieber Campus rein. Asteterix, lieben Dank. Grüße an den Mann mit der doppelten Silber und vielen Dank fürs 4. Abo hier. Danke dir. Adelaide, Stadtmauern stehen. Wir können den ersten Bezirk bauen. Hier 4er Nachbarschaft, hier 4er Bonus für dank Land Down Under, für Handelsbezirke, für Theaterplätze, für heilige Stätten und für Campusdistrikte. Diese 4 Arten von Bezirken bekommen dann, wenn ein Geländefeld atemberaubend ist, bei uns Australiern, plus 3. Deshalb steht hier plus 4, weil, wo kommt denn der 4. her? Atemberaubend 4? Wir bekommen 3. Ach so, weil wir hier noch mit 2 Bezirken geplant haben. Wenn hier ein Hafen hinkommen, wäre hier ein 3er Nachbarschaftsbonus. Wir können die Kupfermine hier dann allerdings nicht hinbauen. Wir könnten hier oben auch einen Bezirk hinsetzen. Das ginge auch. Welchen nehmen wir? Was ist der wichtigste? Schade, dass wir noch keine Theaterplätze bauen können. Und Häfen auch noch nicht. Das ist echt doof. Wir könnten noch einen Campus bauen. Wir wollen ja auf Wissenschaftssieg spielen. Könnten wir noch einen Campus hinsetzen. Braucht lange. Können wir aber machen. Campus. Ein Campus hier oben hin. Dann können wir hier unten erstmal demnächst eine Mine bauen. In 3 Runden der nächste Bürger ab, dann geht's in die Produktion. Wir müssen dringend neue Handwerker kaufen. Oder bauen. Dann einmal verschanzen, weil wir nicht ziehen können. Einmal verschanzen, weil wir nicht ziehen können. Wenn wir angreifen würden, wären wir doof. Da ziehen wir erstmal nirgendwo hin. Der würde einen Beschuss überleben. Mehr nicht. Einmal verschanzen. Dann können wir immer noch versuchen abzuhauen. Wenn wir abhauen. Ne, wir ziehen schon mal ein Feld hier oben hin. Weil da kann er von da in der nächsten Runde weiterziehen. Wenn er einmal beschossen wird, stirbt er nicht. Mit denen haben wir schon geschossen, mit denen geht es gleich nach unten weiter. Wir bauen hier mal einen kleinen Riegel. Den ziehen wir eins vor. Den hier vorne hin. Ist das ein Hügel hier? Ja. Wenn wir ein Feld vorziehen, müssen wir auch wieder abhauen können. Ich hätte gern den ein Feld vorne, falls Einheiten kommen, damit wir feuern können. Der verschanzt sich. Der ist fit. Wir schauen, dass wir von rechts ein paar Einheiten bekommen. Ist von rechts jemand unterwegs? Der kann auch aufziehen. Keine Feinde weit und breit. Genau. Dann bleibt er erstmal in der Stadt drin. Gibt auch extra. Ist auch nicht schlecht für die Loyalität. Und wieder eine Runde weiter, Leute. 5 Städte haben wir. Hier brauchen wir einen Ramborg. Ramborg ist fertig in einer Runde. Sonst kommen wir hier nicht durch. Sehr spannend ist, was passiert hier mit dem. Mit der Kavallerieeinheit, mit dem schnellen Reiter, hier ein Speerträger, hier ein Bogenschütze. Haben die offenen Grenzen, können die den Speer hier angreifen und opfern. Wollen sie stattdessen die Schwertkämpfer hier oben schnappen, wie zieht die KI? Jetzt gucken. Sie ziehen auf den Speer drauf und haben offene Grenzen. Sie haben offene Grenzen mit den Arabern, der ist gleich weg. Ein Speer verloren. Coimbra schießt auf den Krieger, den war aber weise, wie wir sind, gezogen haben. Auf einen Wald, das hat er gut überlebt.
allgemeine Poesiealbums, Weisheiten von Poundmaker und von den Queen. Wenn Brot die erste Notwendigkeit des Lebens ist, kommt Erholung ganz knapp dahinter. Unterhaltungskomplexe Bauba, ignorieren wir erstmal. Wir können unsere Politikkarten ändern. Wir haben ein normales Zeitalter erwischt und die Konkurrenz. Jetzt komm, jetzt zählt's. Die Araber südlich von uns haben ein goldenes Zeitalter. Die machen mehr Loyalitätsdruck auf uns als umgekehrt. Kyros hat ein normales, Poundmaker normales, Cooper normales, Johann auch normales. Nein, wir haben ein dunkles bekommen? Was? Wir haben ein dunkles erwischt? Jetzt hoffe ich mal sehr, dass wir super coole Politikkarten haben, die wir benutzen können. Zwielichtmut. Eine dunkle Politikkarte. Also nachteilig ist, wir haben weniger Loyalitätsdruck jetzt auf die Nachbarn. Das kann ein Problem geben, aber 5 Kampfstärke für alle Nahkampfeinheiten. Und wir wollen doch jetzt mit der Rambok ist gerade fertig geworden. Der kommt an die Front. Wir wollen doch mit unseren Nahkampfeinheiten die Stadtmauern knacken, weil die beiden Katapulte nicht ausreichen. Da hilft Zwielichtmut. 5 Nahkampfstärke drauf. Keine Heilung außerhalb unseres Territoriums finde ich nicht schlimm. Das kann man machen. Das kann man nutzen. Finde ich sehr cool. Gefällt mir. Die holen wir uns gleich. Die Frage ist allerdings, jetzt oder beim nächsten Mal, haben wir eigentlich Loyalitätsdruck hier vorne? Rebellion in 15 Runden minus 4-3. Dann sollten wir doch eine Politikkarte reinnehmen, die das ein bisschen ausbremst. Ja. Nächste Forschung hier vorne. WB und seine zwielichtigen Strategien. Square Fox. Echt. Noch ein weiterer Gouverneurstitel hier drüber. Söldner. Upgrade für unsere Einheiten. Wenn wir bessere haben, haben wir demnächst bessere Einheiten. Wer den Schwertkämpfer, wenn wir Eisen haben? Eisen haben wir nicht. Können wir uns von irgendjemand Eisen schon mal kaufen? Kyros verkauft uns ab 40. Eisen, nicht bei 34. Das wird nicht klappen. Schwertkämpfer brauchen noch etwas. Die Währung Pikeniere. Ja, Pikeniere wäre cool. Pikeniere wäre das Upgrade für die Speerkämpfer. Und Pikeniere brauchen keine Ressourcen. Auch die Maschinen und die Armbrustschützen brauchen keine Ressourcen. Besiegt eine Einheit mit einem Speerkämpfer. Wer in 2 Runden wäre man da? Armbrustschütze wäre auch cool. Aber der Weg dorthin ist ein längerer. Ein ziemlich langer. Da kommen wir hin. Andererseits, es ist eine Mittelalter-Einheit. Das heißt, wir bräuchten, um den schnell bauen zu können, eine Politikkarte aus dem Bau, aus dem Bereich, mit dem wir auch Mittelalter-Einheiten schneller bauen können. Und die gibt's im Augenblick noch nicht. Die Politikkarte müsste irgendwo hier kommen. Ich glaube, in einem dieser 3 Bereiche ist die dran. Da kommen wir im Augenblick noch nicht hin. Puh. Soll man trotzdem auf die Pikeniere gehen, schon mal? Ich denke ja. Und was holen wir uns bei Forsch? Monarchie. 21 Runden, neue coole Politikform. Mehr Politikkarten. Nachteil allerdings, dass bei uns die Oligarchie raus ist, die uns 4 Kampfstärke bringt. Das wäre schade. Dann müssten wir erst einen Regierungsplatz bauen, damit wir die Vermächtniskarte bekommen. Danke an Flushi fürs erste Abo. Liebe Grüße, danke dir. Bitte Blumen für den neuen. Danke an Flushi. Komm mit dem Feudalismus, meinte Herr Knack. Die Politikkarte, mit der wir die Militäreinheiten des Mittelalters schneller bauen können. Und die sehen wir noch nicht. Sehen wir noch nicht. Boah, das ist eine mega komplexe Situation. Um die Oligarchie als Vermächtniskarte zu haben, müssten wir erstmal hier irgendwo im Hinterland einen Regierungsbezirk bauen. Also den Regierungsbezirk bauen. Der schaltet uns dann frei. Nee, der schaltet uns noch nicht mal eine Vermächtniskarte frei, sondern erst das erste Gebäude, das er daran bauen kann. Das erste Gebäude, das wir bauen können, zum Beispiel
Und der Audienzsaal schaltet uns dann die Vermächtniskarte frei, ne? Oder schaltet das schon, wisst ihr das? Schaltet der Regierungsplatz schon eine Karte frei oder erst der Audienzsaal? Ich glaube, erst der Audienzsaal. Wisst ihr das? Wir können an der Front Zwergesternen bringen, macht die Idee. Versuchen, den Regierungsplatz zu bauen, weil der gibt uns sehr viel Loyalität vor Ort. Plus 8. Es ist Gebäude, okay. Wie schnell wird er denn hier gebaut? 18 Runden. Das ist relativ fix. Es ist, glaube ich, schneller baubar in Hier haben wir potenziell mehr Produktion. Der gibt nämlich vor Ort auch plus 8 Loyalität. Boah, alles schwierig, alles schwierig. Wir machen auf jeden Fall erstmal das Gebäude. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir ziehen die Eisenverarbeitung erstmal durch. Das sowieso. Und bei der Forschung hier oben gehen wir auf die Söldner, damit wir überhaupt Upgrades billig kaufen können. Weil dann können wir auch mit Geld unsere Speerkämpfer lieber dann die Pikeniere, die wir hier unten freischalten, aus den Speerkämpfern billiger befördern. In der Reihenfolge. Und oben schalten wir dann die Politikkarte hier frei, mit der wir dann die Speerkämpfer billiger befördern können, Upgrades kaufen können zu den Pikenieren. Widmung. Eine wählen wir uns noch. Ja, freie Forschung. Was sonst? Muss man nicht lange drüber nachdenken. Freie Forschung, ein Zeitalterpunkt mit Heureka. Und aber viel auf Campus-Distrikte setzen, die das Gebäude, das Wissenschaftsgrunderträge bringt, gibt auch noch eins. Bulberta, Ramborg fertig. Nächster Schritt. Einheiten. Speerkämpfer. Speerkämpfer mit der entsprechenden Politikkarte. Manöver fliegt raus. Soll man den Zwielichtmut nehmen? Um hier... Wir haben keine Heilung hier. Ach, die spannende Frage ist, hat man eigentlich mit der Zwielichtkarte Heilung, wenn man einen Bauernhof, eine Farm plündert? Ich glaube ja. Ich glaube, das Plündern bringt einem trotzdem Heilung. Glaube ich. Wisst ihr das? Wenn man die Zwielichtkarte drin ist, wo eigentlich dran steht, keine Heilung auf fremden Territorien, ob man dann trotzdem Heilung bekommt, wenn man plündert? Ich glaube ja, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Wisst ihr das? Spezialfall. Achtung. Zwielichtmut hier unten hin. Kavallerie hier raus. Wisst ihr nicht? Puh, heißt es im Chat. Zu speziell. Mhm. Produktion lassen wir drin. Okay, wisst ihr alle nicht. Mhm. Agoge hätten wir gerne drin. Wir würden auf viel Geld verzichten, wenn wir die Agoge reinnehmen. Wir hätten eventuell ein rundliches Minus. Wir können dann erstmal nichts kaufen. Aber wir können auch nichts mehr, wir können auch kein Geld mehr abplündern. Raubzug lassen wir drin, nur um noch ein paar Glaubenspunkte zu abplündern. Wir schnappen die Agoge rein. Statt hier vorne. Zwielichtmut. Alles einmal so. Ja. So machen wir das. So ziehen wir das durch. Ach, wir haben keine Loyalitätskarte drin. Eine unserer Städte verliert Loyalität. 4 Loyalität jede Runde. Scheinkläster. Puh, dann brauche ich mir Limmatenei und oder das Prätorium. Es sind immerhin stolze 4 Loyalität, die wir hier verlieren. 4-3, trotz Gouverneurs, das ist heftig. Das ist jetzt echt ein Problem. 11 Runden, bis die Söldnerkarte kommt. Die 8 Landeinheiten, die sollten uns vorher den Boost bringen hier für die Söldner. Boah, das ist jetzt echt blöd. Mist. Können wir noch eine Annehmlichkeit uns dazu holen, eventuell? Die sorgt ja auch indirekt für mehr Loyalität, weil die Leute zufriedener sind. Wir haben Quecksilber, wir haben Elfenbein, Zitrusfrüchte und Gips. Zitrusfrüchte durch die Neustadt.
die wir gerade erobert haben. Kommen wir irgendwo noch an coole Luxusressourcen? Quecksilber haben wir, Elfenbein haben wir, Bernstein. Kupfer verkauft uns keinen Bernstein. Weil der uns nicht leiden kann. Baumwolle. Baumwolle von Kyros. Von unserem Best Buddy von Kyros. Elfenbein haben wir schon. Quecksilber auch. Aber Baumwolle bitte. Ja, 2 Gold, 30 Runden lang. Vielleicht können wir ihm auch ein bisschen Gunst stattdessen andrehen. 9 Geld für Gunst, das ist ja sensationell. Ihr bekommt alles, was wir haben. Den Deal machen wir schon mal. 4 Gold jede Runde. Super. Nächster Schritt jetzt. Bitte die Baumwolle. Jemand anders, der uns Luxusressourcen verkauft. Keiner. Da ist sonst keiner. Stadtstatus. Überall zufrieden, allerdings nicht glücklich. Haben wir auch nicht so viel dran drehen können. Bea, wir brauchen... Also, um die zu halten, wir haben in 12 Runden hier den 3. Bürger. Wir haben hier vorne in einer Runde den 6. Der macht ein bisschen Druck auf die Stadt. Wie viel, wissen wir nicht. 24 Runden hier. Hier gibt es ein bisschen Druck hier drauf. Vielleicht reicht das schon aus. Was haltet ihr davon, wenn wir eine Politikkarte reinnehmen, die uns mehr bringt, die uns mehr 2 mehr Loyalität bringt und dann darauf setzen, dass wir hier den 6. Bürger bekommen in Sydney, der ein bisschen Druck hier drauf macht. Ja, das heißt... Limatenei, 2 Loyalität durch die Garnisonseinheit, Produktion hier vorne, plündern, Speerkämpfer schneller bauen. Wir verzichten leider auf Zwielichtmut, können wir uns nicht leisten. Hat allerdings auch den Vorteil, dass wir ein bisschen auch extern heilen können. Und die Limatenei ist drin, als eine kleine Absicherung, okay? So passt's. Ich sehe eigentlich keine vernünftige Alternative dazu. So sollten wir es machen. Ob wir die Plünderkarte brauchen? Die Plünderkarte ist für Glauben. Glaubenspunkte, die wir benutzen könnten, um nachher vielleicht einen großen General zu kaufen. Weil wir haben viele Gebiete, die wir wohl im Augenblick überplündern können. Das ist der Grund. Wir könnten mal schauen, was wir innerhalb der nächsten wie viele Runden plündern. 11 Runden sind es noch. Die Militäreinheiten sollten wir gleich haben. Es kann sein, dass nur noch 2-3 Runden sind hier vorne mit den Söldnern. Dass wir den Rest geschenkt bekommen durch die nächsten Militäreinheiten, die gleich fertig sind. Wir könnten mal zählen, wie viele Landeinheiten wir im Augenblick haben. Ob wir die 8. gleich haben, die uns den Boost hier bringen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben doch schon 8. Haben doch schon 8. Haben wir den Boost schon? Ach, wir haben den Boost schon. Scheibenkleister. Der ist schon eingerechnet. Es sind also 11 Runden. Ich dachte, wir könnten noch bekommen. Scheibenkleister. Das ist natürlich echt doof jetzt. Das heißt, wir müssen wirklich 11 Runden lang mit den Karten leben, die wir uns jetzt holen. 11 Runden lang. Da kann man leider kein Risiko eingehen. Dann müssen wir eine Loyalitätskarte Minimum reinnehmen. Anders geht's nicht. Jetzt haben wir echt ein Problem. Limatenei, Produktion. Wir plündern hier unten weiter die Glaubenspunkte. Nee, hier haben wir schon geplündert. Wir brauchen die Plünderkarte. 11 Runden lang nicht. Wir könnten Heilung bekommen hier mehr. Über die beiden Bauernhöfe. Aber hier haben wir schon geplündert. Hier können wir noch einmal plündern, schnell. Hier plündern wir nur einmal schnell, bekommen einmal Wissenschaft für die Eisenverarbeitung. Danach geht es weiter Richtung Militärtaktik. Alles hat seine Grenzen.
Münzen. Aus Eisenerz kann man kein Gold machen. Hiervon hatten wir geplündert. Wir können nur noch hier beiden die beiden Farmen plündern. Dann setzen wir darauf, dass wir in den nächsten 11 Runden mit Coimbra beschäftigt sind und mehr Sachen nicht plündern werden. Ja? Und verzichten auf die Heilsachen hier oben. Gehen wir in die Plünderungskarte raus, den Raubzug. Nehmen die Agogenkarte rein, damit wir einen schneller Schwerkämpfer bauen können. Nehmen die Karte rein, die Loyalität. Die rote Militärkarte durch die Garnisonen. Nehmen uns 2 Loyalität geben. Hier würden wir Geld sparen. Können wir auch rausnehmen und auf Zwielichtmut gehen. Das könnten wir machen. Alternative für die Joker-Karte wäre die Karte, mit der wir Geld sparen für den laufenden Unterhalt, weil wir kriegen gleich eventuell sogar ein Minus rein. Und, aber wahrscheinlich eher nicht. Alternative könnte auch sein, die Karte 2 große Generalspunkte, aber die hilft uns kurzfristig nicht. Ich würde kurzfristig denken. Also die reinnehmen, verhindert auch Heilung, aber das muss man auch im Kopf haben. Oder was wir stattdessen reinnehmen könnten, wäre die Karte nochmal 2 Loyalität, die grüne Karte, die Gouverneurin 2 Loyalität gibt. Schwertkämpfer, ja, ohne Eisen. Schwertkämpfer haben wir nur gerade uns erforscht. Agoge-Karte, ja, um die Speerkämpfer zu bauen, weil uns der eine, wenn die noch mehr Reiter bringen, haben wir ein Problem. Und wir wollten doch Pikeniere erforschen. Wir wollten die Schwertkämpfer, wir wollten die Speerkämpfer upgraden zu Pikenieren, weil wir Eisenprobleme haben. Und deshalb bauen wir gerade Speerkämpfer. Söldnerkarte ist in der Forschung, um nachher die vielen Speerkämpfer dann gegen Geld abzugraden, gegen Pikeniere. Dafür brauchen wir wiederum Geld. Und dafür wiederum brauchen wir hier unten, damit wir uns das leisten können, die Karte mit Rekrutierung, um Geld zu sparen. Jetzt haben wir den Plan. Geld sparen, Speerkämpfer bauen dank der Agoge und mit dem Geld, das wir erwirtschaften, nachher dann die Speerkämpfer gegen Pikeniere upgraden. Und das ist ein kleiner Schutz gegen den Loyalitätsdruck. Jetzt haben wir es. So machen wir es. Jetzt steht der Plan. War ein bisschen kompliziert, aber jetzt haben wir ihn. Speerkämpfer wird hier gebaut in 3 Runden und die Pikeniere haben wir hier vorne in 9 Runden. Und bis dahin bauen wir noch so viel an Speerkämpfern hier schnell wie es geht. 3 hintereinander. Und die rücken dann hier vor und dann haben wir 3 Pikeniere, die uns die Kavallerie hier vom Halse halten und auch gegen Coimbra gut vorziehen können. Alles klar? So, jetzt ziehen wir die Runde hier noch durch. Hier unten. Ja, der sollte eigentlich in Sicherheit gebracht werden. Oh, das wird schwer. Der kommt nur durch einmal plündern hier. Also der wird wahrscheinlich sogar sterben. Den bringen wir in Sicherheit nach oben hin und mit denen greifen wir Coimbra an. Coimbra ist umzingelt. Das heißt, wieder der grüne oder der blaue Balken heilen aus. Hier können wir einmal voll mit dem Katapult, einmal Katapult vorrücken. Plan ist klar. Erster Schritt 3 Speerkämpfer bauen. Zweiter Schritt in 9 Runden 3 Pikeniere daraus produzieren mit Gold. Und mit der Söldnerkarten, die wir in 11 Runden haben, durch die Forschung hier. Dann Coimbra erobern, hoffend, dass wir mit der Loyalität im dunklen Zeitalter durchkommen. Und dann versuchen wir, die coolen Standorte zu bekommen bei den Portugiesen. Weiter unseren guten Freund pflegen, den Kyros. Und hoffend, dass er hier gut uns ausdehnen können. Wir haben mittlerweile eine Politikkarte drin, die wir gerade ignoriert haben. Das ist die Karte Campus-Distrikte. Nachbarschaftsbonus verdoppeln. Hätten wir auch statt der Produktion reinnehmen können. Wäre eine Option gewesen, habe ich gerade vergessen.